Willkommen zurück in Mittelerde. Wie letztes Mal besprochen, geht es jetzt direkt nach Anorien. Mal sehen, ob das auch so schnell geht. Anorien stand lange Zeit unter dem Schutz Minas Tirith. Doch die weiße Stadt vermag es nicht mehr zu schützen. Der Schatten senkt sich über Rohan. Die Ära der Menschen ist vorbei. Okay, Basis Rohans vernichten. Das sollten wir hinkriegen. Niemand kann uns trotzen. Mal schauen, ob Rohan wieder solche Sachen macht hier. Mit Reiterangriffen und so. Weiter! Wir haben ziemlich viele Rohstoffe gleich am Anfang. Mal sehen, von wo sie kommen. Schluss mit dem Gequatsche! Okay, von hier kommen sie auf jeden Fall nicht. Bewegung! Maul halten! Hier unsere Bogenschützen verstecken. Marsch! Bäre! Marsch! Riecht ihr was? Zurück in Formation! Und da kommt sie schon. Bäre! Schließt ihn auf! Ruhe! Verteidigt das Lager! Bleibt zusammen! Hey, greift an! Nehmt eure Waffen, Bäre! Kommt zu mir, meine Diener. Wahnsinn, wie viele das sind, ey. Narr! Geht jetzt. Tränkt das Land mit dem Blut unserer Feinde. Bolzen einlegen. Ihr wimmelt es von Feinden. Feuer frei! Hey. Das haben wir einigermaßen gut abgewehrt. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr. Aufpassen, du! Nicht trödeln! Gut. Wir haben viel zu tun. Beeilt euch! Schauen wir doch gleich mal. Macht den Weg frei! Kommt, meine Diener! Macht den Weg frei! Gehen wir! Aber eigentlich ist es immer dasselbe Muster. Rohan greift am Anfang direkt mit allem an, was es hat. Folgt mir. Und wenn das nicht klappt, hier entlang. Dann haben sie meistens keine Chance mehr. Vorwärts! Sie greifen uns an! Niemand kann uns trotzen. Narr! In dieser Grube züchten wir Uruk. Die Burg ist fertig. Riecht ihr was? Kommt zu mir, meine Diener. Die Burg ist fertig. Vorwärts. Macht den Weg frei. Der Feind ergreift an. Verschont niemanden. Kommt, meine Diener! Sind Sie das? Ist das der Feind?
Zermalmt sie! Ist der. Beeilt euch! Isengard wird siegen. Sie greifen uns an! Beeilt euch! Ja, wie immer, den ersten Angriff haben wir gut überstanden und jetzt ist es recht ruhig. Mal sehen, ob es so bleibt. Oder ob noch irgendwelche Überraschungen kommen. Sklaven meines Willens. Aber die wieder das Auge beobachtet mit uns. Angeklickt. Holt mehr Holz! Nichts wird uns aufhalten. Wir haben den Feind gefunden. Okay, hier ist das Ende. Zerschmettert sie! Der Feind greift uns an! Ruhe jetzt! Verteidigt das Lager! Niemand kann uns trotzen. Vernichtet sie! Bisher nur umstreifende Truppen, noch nichts wirklich Größeres. Sie greifen uns an! Macht den Weg frei! Folgt mir! Diese Gebäude gehören dem Feind! Wir haben den Feind gefunden! Ah ja. Okay. Ihr Ende ist nah. Und jetzt bauen sie direkt überall Türme hin. Zerschmettert sie! Gleich mal zerstören das Ganze. Ihr Ende ist nah. Die kosten viel Geld, das weiß ich ja. Irgendwie 800 oder sowas. Natürlich nicht schlecht, wenn wir die dann gleich zerstören können. Ihr Ende ist nah. So, und jetzt warten wir mal. Jetzt kommen nämlich ganz viele von ihnen raus, wie es aussieht. Dann können wir die gleich in Empfang nehmen. Genau. Das ist doch praktisch. Cooler wäre es natürlich, wenn wir jetzt die da noch hinstellen. Direkt vor die Tür. Falls denn mal Reiter rauskommen, dann werden die auch gleich den gebührenden Empfang. Da kommen nämlich schon welche. Der Feind! Lauf schneller! Riecht ihr was? Sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Zuhören! Cool, ja. Dann nehme ich hier mir mal ein paar kleine Truppen mit. Kommt zu mir, meine Diener. Schnell! Wir schauen uns hier weiter um. Sie greifen an! Hierher! Da ist Ihr Lager! Nichts wird uns aufhalten. Deren Rüstungen sind fertig. Lasst keinen am Leben. Zuhören. Nicht alle ausgerüstet mit schweren Rüstungen. Der Feind greift uns an. Die Isar und ihre Armbrüste sind bereit.
Die Feuerpfeile sind fertig. Wir haben den Feind vernichtet. Wir haben alles soweit im Griff. Direkt vor der Haustür bauen wir ihnen jetzt ein Belagerungswerk hin. Meine Diener. Ihr Ende ist nah. So, das Upgrade ist fertig. Sehr schön. Wir greifen an! Mal zwei Türme hin. Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit. Du bist schwach. Die neuen Verschont sind niemanden! Bleibt wachsam, Urukai! Der Sieg ist nah. Gut. Die Burg ist schau hinten nochmal lang. Lasst uns Belagerungsmaschinen bauen. Folgt mir! Das kann ja noch nicht alles gewesen sein, oder? Vorwärts! Haben wir hier eigentlich noch was? 4 Horden Wagreiter soll ich ausbilden. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Mach den Weg frei! Auf dieser Flussseite waren wir noch gar nicht. Mach den Weg frei! Gehen wir! Da könnte natürlich auch noch was sein, aber ich glaube, so weit waren die noch gar nicht. Mal schauen. Kommt, meine Diener! Ja. Hierher! Dachte ich mir. Hier hin, die kümmern sich dann wahrscheinlich automatisch darum. Kommt zu mir, meine Diener. Ja, das war schon alles. Hier entlang. Wie viel Wagreiter? 4. Ja, kann ich schon machen. Hier entlang. Wenn ich noch dazu komme. Hierher. Die Belagerungsleiter ist bereit. Sie greifen uns an! Isengard wird siegen. Gut. Schnell! Ich denke mal, dann haben wir alles gesehen. Es geht nur noch um das Lager. Und das ist auch gleich Geschichte. Die Burg ist fertig! Damit kommen wir in die Festung! Die Belagerungsleiter ist bereit! Bolzen einlegen! Die Waage in der Waaggrube wimmelt es von Feinden! Zurück in Formation! So. Dann machen wir das Ganze mal von hier oben platt. Die Reiter können nicht viel tun. Achso, das sind Bogenschützen. Trotzdem können die nicht so viel tun. Damit kommen wir in die Festung. Die Belagerungsleiter ist bereit. Ich wollte gerade sagen, schießt ihr auch mal nach unten. Aber scheinbar waren da oben noch so viele Gegner dazwischen. Eine neue Macht erhebt sich. Auf sie! Wir haben viel zu tun. Wir werden angegriffen. Isengard wird siegen. Ruhe jetzt! Zuhören! Niemand kann uns trotzen. Wir haben die Uruk-Grube vergrößert. Schafft die Balliste hier weg. Schnell! Wir brauchen Platz. Ihre Armbrüste sind bereit. Vergießt ihr Blut.
Aufpassen, du! Plünder es! Es lebe die Weisheit! Der Feind! Er greift an! Schluss mit dem Gekratzer! Mehr Bolzen! Die neuen Wagenreiter sind da! Die Uruks und vernichtet ihre Armbrüste sind bereit! Narr! Eine neue Ernsthaft? Macht erhebt sich. Schaff die Balliste hier weg. Wir Sie werden Platz. Fallen. Bereit machen. Wir haben die Belagerungsstärke erweitert. Wir haben die Uruks vergrößert. Die Uruks und ihre Armbrüste sind sie in den Schatten. Was, die Elben sind ja heute stärker, als ich dachte. Die neuen Wagreiter sind da. Attacke! Ihr wimmelt es von Feinden! Ihr gehorcht die jetzt Uruks mir! Und ihre Armbrüste sind bereit! Eine neue Macht erhebt sich! Kommt, meine Diener! Weiter! Ja. Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit! Die Elben werden einfach abgeschossen. Sie greifen uns an! Diese Mauern halten uns nicht auf! Blöd, dass die Reiter so weit die wegstehen. Die Reiter sind da! Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit! Maul halten! Hier sammeln! Mehr Truppen können wir nicht die befehligen! Der Feind greift uns an! Ah, jetzt sind sie nah genug dran. Bewegung! Der Feind! Übel. Bringt es zum Einsturz! Die neuen Wagreiter sind da! Die Uruks und ihre Armbrüste! Bringt es zum Einsturz! Ja, wenn die Türme erstmal weg sind, dann wird's ein bisschen besser. Der Feind greift uns an! Gut. Schieß! Los! Kommt, ihr Schnecken! Sie greifen an! Ruhe! Kommt, ihr Schnecken! Niemand kann uns trotzen. Die Ehrentruppen können sich befriedigen! Ja, jetzt machen wir sie echt fertig und sie können nicht wirklich was dagegen tun. Es lebe die Weiße Hand! Seil spannen! Hört mal! Feuert! Feuer frei! Wir greifen uns Wo rennt ihr eigentlich hin? Wenn ich sage, ihr schießt auf die, dann schießt auch auf sie. Bolzen los!
Gott. Oh nein. Bolzen einlegen. Feuer frei. Feuer einstellen. Nehmt eure Waffen. Marsch. Wir werden angegriffen. Ah, gehen wir doch noch ein paar Truppen hier. Aber das war's jetzt. Wir haben den Feind vernichtet. Wir vernichten alle Feinde Sonnens. Ah, die Waagreiter habe ich ganz vergessen. Ich habe die zwar ausgebildet, aber dann da oben stehen lassen. Ja, aber läuft doch ganz gut. Und die Lanzenträger hier, die sind immer noch dabei. Wir kommen Minas Tirith näher. Zerstörung Mittelerdes darf nicht ins Stocken geraten. Genau. Als nächstes kommen jetzt diese drei dran. Aber als nächstes machen wir jetzt erstmal mit Lurz hier weiter, damit der ein bisschen Schritt hält. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.